René Schulenburg packt aus Wuppertal, er packt wieder an, um Flüchtlingen zu helfen. War ja schon mal mit seiner Hilfsorganisation Cars of Hope in Lagern entlang der Balkanroute. Und jetzt hat ihn die Situation der Menschen in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze nicht losgelassen. Also ist er mit seinen Mitstreitern aus Wuppertal kurzerhand hin. Im griechischen Idomeni an der Grenze zu Mazedonien sitzen rund 12.000 Flüchtlinge fest. Die Helfer der Wuppertaler Cars of Hope verteilen hier Wasser und Lebensmittel. Sie haben uns diese Bilder geschickt von Menschen, die teilweise seit Wochen hier ausharren und hoffen, die Grenze passieren zu dürfen. Seit die Balkanstaaten Anfang März ihre Grenzen für Migranten nahezu dicht gemacht haben, ist ihre Lage hier vollkommen ungewiss. Werden sie in dem EU-Land bleiben oder in andere Länder der Gemeinschaft umgesiedelt? Sie wollen nach Norden, viele nach Deutschland. Aus diesen Lagern rund um Idomeni haben viele humanitäre Hilfsorganisationen ihre Leute vorübergehend abgezogen. Aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik, die viele andere Lager in Griechenland seit dem Wochenende in Gefangenenlager verwandelt habe. Aber auch aus Sorge vor einer Eskalation. Denn hier wachsen Verzweiflung und Unruhe. Seit Tagen spitzt sich die Lage dramatisch zu. Und aus Idomeni ist mir jetzt per Skype René Schulenburg von Cars of Hope zugeschaltet. Herr Schulenburg, wie ist die Situation im Moment in Idomeni? Wie sind die Menschen da im Moment drauf? Ja, sehr nervös. Viele Menschen haben Angst. Durch das Abkommen zwischen der EU und die Türkei haben Menschen halt Angst, dass sie in die Türkei abgeschoben werden, wo viele sehr, sehr grausame Geschichten auch erlebt haben. Uns darüber auch erzählt haben. Also von Entspannung kann nicht die Rede sein. Und die Menschen hoffen, dass es irgendwie für sie weitergeht. Ja, aber sie sind verzweifelt. Hatte das Rote Kreuz schon davor gewarnt, dass die Lage eben wirklich eskalieren könnte, weil teilweise eben Menschen auch aggressiv dadurch werden, dass sie keine Perspektive haben. Wie schätzen Sie das ein? Das könnte durchaus passieren, dass die Lage eskaliert. Wobei ich sagen muss, mein Eindruck ist, es ist im Prinzip in dem Sinne schon eskaliert, dass Menschen teilweise auch richtig Hunger haben. Wir haben Menschen alles Mögliche an Grünzeug, was sie finden könnten, rupfen sehen und das Essen sehen. Ich habe noch nie so was Schlimmes gesehen in meinem Leben. Also was ich da erlebt habe, betrifft alles. Also ganz fürchterliche Zustände in Idomeni. Aber die Menschen sind da eben teilweise seit Wochen. Was sagen Sie denen oder was hören Sie? Gibt es da mittlerweile bei vielen irgendwie Überlegungen, doch woanders hinzugehen, wo die Situation möglicherweise besser ist, in andere Lager? Nein, nicht wirklich. Also es sind einige wenige in andere Lager gegangen. Gestern habe ich mit einem Journalist aus Berlin gesprochen, der in so einem Lager war. Und der hat mir geschildert, dass da teilweise braunes Wasser aus der Wasserhahn kam. Und auch, dass Menschen mehrere Tage nichts getrunken haben. Kinder, die seit 2 Tagen nichts getrunken haben und richtig Durst hatten. Und das Problem ist einfach, das ist also keine Alternative für die Menschen. Und das wissen sie auch, weil sie über Handy oft miteinander in Kontakt stehen. Sie sind also bestens informiert über, wie die Situation in dieser Lage ist. Zum Schluss noch eine kurze Frage. Wie lange werden Sie noch bleiben und helfen? Also ich werde hier bis Montag sein, aber am 3. April werden andere Leute von Cars of Hope Wuppertal auch wieder hierhin aufbrechen. Und ich selber noch mal Ende nächsten Monat. Also René, werden wir uns immer wieder abwechseln. René Schulenburg war das aus Idomeni per Skype. Vielen Dank, wir wünschen Ihnen und Ihrer Organisation Cars of Hope weiter alles Gute. Okay, gerne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.